bin radioaktiv, das heißt, ich arbeite beim Radio und da ganz aktiv, habe auch eine Ausstrahlung, aber Aktivregionen haben eine ganz andere Ausstrahlung. Und das ist wichtig, dass man sich die mal ein bisschen anguckt. Es gibt viele, viele Aktivregionen in Schleswig-Holstein. Eine ist die Aktivregion Utlande. Da passiert ganz viel, Frau Büttner. Und sicherlich sagt man nicht nur, wir machen dasselbe wie alle anderen, sondern sie haben was Besonderes für uns. Ganz genau. Also wir haben in unserer Entwicklungsstrategie auch das Thema Energiewirtschaft an ganz oberste Stelle gestellt. Und bei uns gibt es ein Energienetzwerk Utlande. Das ist so besonders daher, weil sämtliche Inseln und Halligen, die zu unserer Aktivregion gehören, zusammenarbeiten möchten und etwas gemeinsam entwickeln möchten. Und ganz als erstes ist auf Pellworm was passiert. Pellworm ist ja ganz bekannt für die Energieaktivitäten und dort wurde im Rahmen eines Projektes der Aktivregion das Energiekonzept fortgeschrieben und etwas Ähnliches passiert jetzt auf Föhr und Amrum. Mhm. Ja, und dann gibt es noch ein ganz besonderes Projekt, was jetzt gerade in der letzten Woche als sogenanntes Leuchtturmprojekt durchgegangen ist, nämlich das St. Severin-Haus in Tinnum auf Sylt. Und da steht meine Kollegin neben mir und kann da sicher genaueres zu sagen. Grüßen wir erstmal Jürgen Feddersen auf der Insel von mir, dann haben Sie schon mal 50% der Miete drin. Der rührt auch immer ständig in einem Topf, aber das Thema St. Severin-Haus, Frau Ebsen, sieht jetzt schon fast fertig geplant aus, obwohl das noch einige Bilder sind, wo noch gemalt wird. Was verbirgt sich dahinter? Das St. Severin-Haus ist von der Kirchengemeinde Keitum und dem Pastorenpaar Reimann initiiert worden. Also nicht mehr Traugott Giesen, der da früher sein Unwesen trieb. Nein. Familie Reimann hat das vorangetrieben und ich komme von der Firma Ergotop aus Kiel und wir machen unter der Leitung von Professor Kinius eine wissenschaftliche Leitung. Und es ist sowohl ein Projekt, bei dem der soziale Aspekt Jung und Alt zusammen wohnen im Mittelpunkt steht, als auch wie heute auf der Klimamesse die Energieeffizienz. Mhm. Und dazu haben wir ein innovatives Energiekonzept entwickelt. Wenn Sie jemanden das beschreiben sollten, was unterscheidet das St. Severin-Haus von anderen Häusern mit ähnlichen Gedanken? Machen Sie mehr? Ist auch der Netzwerkgedanke ein besonders wichtiger Gedanke? Oder was ist sozusagen da am Mittelpunkt, wo Sie sagen, das macht uns besonders? Der Netzwerkgedanke bestimmt, sonst würden die Pastoren nicht mit wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man vorankommen will, muss man mit Wissenschaft zusammenarbeiten, und Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, innovative Technik auszuprobieren. Und das ist in dem Projekt natürlich, wenn es denn durchgesetzt wird, gelungen. Wie sieht Ihr Alltag da aus in dieser Vorbereitung dieser Tage, Wochen und Monate? Müssen Sie jeden Tag nach Sylt und wieder zurück oder reisen Sie rum und erzählen Sie zurzeit über das, was Sie vorhaben? Dank der modernen Technik muss ich nicht reisen und es geht sehr viel per E-Mail und wie man auf dem Plakat aussieht, durch Grafiken und alles kann man das den anderen Menschen auch näher bringen, ohne vor Ort zu sein. Mit der richtigen Energie von Pellworm. Richtig, ja. Ja, Pellworm war nun mal ein Vorreiter in unserer Region und man kann sich von Pellworm viel abschauen. Von Pellworm lernen heißt Siegen lernen. Ja, richtig. Wobei Sylt ja auch kein schlechter Arbeitsplatz wäre, um es mal so zu nehmen. Ah, es gibt auch einige, die sagen, Sylt ist zu teuer zum Leben, aber schön zum Erden.